herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von 3 Fragen an. Wenn ich bei Sebastian Fitzek vom German King of Thrill spreche, dann ist er der German King of Fantasy. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren und das liegt sicherlich nicht nur an der Anzahl seiner verkauften Bücher, sondern auch an seinem Umgang mit seinen Lesern. Mit viel Humor und einer großen Portion Fantasie hat er uns durch den Abend geführt und wir haben eine tolle Lesung in Chemnitz erleben dürfen mit ihm, vor der ich noch ein wunderbares Gespräch geführt habe. Und die Rede ist von Markus Heitz, der vor kurzem sein Buch Vedora veröffentlicht hat. Zu diesem Buch werdet ihr natürlich heute noch einiges erleben dürfen. Und vorher wird sich der Autor aber erstmal etwas vorstellen. Er wird uns darüber erzählen, was er vor dem Schreiben so alles angestellt hat. Und er erzählt uns, warum er Space Fiction und keine Science Fiction schreibt. Falls ihr daran interessiert seid, dann bleibt jetzt dran und lauscht dem, was Markus Heitz zu erzählen hat. Viel Spaß! Wir fangen Kurzgeschichten zu schreiben und die wurden immer länger und immer länger. Ich habe gemerkt, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Sprache und Naturwissenschaft. So. Und je länger die Schule ging, desto größer war die Lücke zwischen Sprache und Naturwissenschaft. Deshalb schreibe ich auch, Obacht, Space Fiction und keine Science Fiction. Denn ich habe Physik abgewählt und ich habe Chemie abgewählt. Also Science ist so ziemlich ganz raus. Bio hatte ich noch drin behalten als Grundkurs damals. Das habe ich verstanden. Da waren weniger Zahlen im Spiel. Alles andere Chemie war cool. Bis sie dann vor die ganzen Buchstaben wieder die Zahlen reingepackt haben. Dann war ich raus. Und physikalische Experimente fand ich auch cool. Aber die Rechnerei, die dann losging mit, ach nee, das war alles. Auf alle Fälle, ich habe gemerkt, Schreiben ist cool. Schreiben macht Spaß. Kurzgeschichten, seit ich 14 bin. Das wäre so mein Ding gewesen. Dann setzt er mit steigender Schultätigkeit auch sein gewisses Verständnis für den Ablauf in der Welt ein und du merkst, wow, als Kreativer, egal ob du Musiker bist, Schreiber, Bildhauer, was auch immer du im kreativen Bereich machst, du bist sehr abhängig vom Geschmack anderer Leute. Also du kannst das beste Buch der Welt geschrieben haben oder das beste Stück, Musikstück gebaut haben, wenn die Leute nicht deiner Meinung sind, hast du ein Problem, denn kein Geld. Also habe ich überlegt, nee, es muss irgendwas her, was krisenfest ist. Was wäre das also? Außer Bestatter? Wobei Bestatter ist inzwischen auch nicht mehr krisenfest. Es gibt ja die Bestattungsfahrten nach Tschechien rüber, habe ich gehört. Oben sitzen die Lebenden, unten drunten die Särge und ab ins Krematorium. Ist günstiger als oftmals hier. Also es war wohl eine weise Entscheidung, man weiß es nicht. Ich kam auf Lehrer. Lehrer, super Arbeitszeiten, super Ferienplan. Wenn man lang genug dabei ist, super Bezahlung. Und ganz viele Lehrer gehen auch früher. Dachte mir, hey, das wäre vielleicht was ich machen könnte. Habe tatsächlich auf Lehramt studiert, habe sogar mein Pädagogikum, könnte also eines Tages, sollte das mit den Büchern nicht mehr klappen, in die Lehrerabteilung wechseln, wäre ich ja schön blöd, weil die Schüler hätten garantiert meine Bücher rausgekramt und würden sagen, so, bei dem Buch, Seite 314, über den Satz müssen wir dringend reden. Deshalb, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Während des Studiums habe ich gemerkt, am Schreiben komme ich nicht vorbei. Die Kurzgeschichten wurden immer länger. Es hat einfach zu viel Spaß gemacht. Also habe ich, um das Studium zu finanzieren, als Journalist gearbeitet. Ich bin Saarländer, ich wohne auch immer noch im Saarland. Und ja, wir gehören immer noch nicht zu Frankreich. Ganz wichtig. Da gibt es immer wieder Gerüchte, aber nein, das stimmt nicht. Und wir haben sogar Tageszeitungen und für die habe ich gearbeitet im Lokalbereich. Wirklich alles geschrieben, was man sich vorstellen kann, über Stadtratssitzungen, Kleintierzüchtervereine, das volle Programm, auch sehr inspirierend. Und habe dann gemerkt, okay, wenigstens hier, das Schreiben, es hilft nichts, ich mache hier gnadenlos weiter. Und habe dann nach dem Studium auch fleißig weiter als Lokaljournalist gearbeitet und nebenbei Bücher geschrieben. Was mir sehr viel geholfen hat bei dem Ganzen, war meine Vergangenheit als Rollenspieler. Und in Zeiten von Shades of Grey muss man immer sagen, nicht das Rollenspiel, sondern das andere Rollenspiel. Und wenn Leute wie ich im Alter von 44 sagen Rollenspielen, meinen sie damit Würfel, Bleistifte, Charakterbögen, verschiedenste. Angefangen hat es bei uns mit DSA. DSA war das erste Rollenspiel, das wir spielen konnten, weil es war auf Deutsch. Wir konnten damals noch kein Englisch. Und mit steigenden Englischkenntnissen wuchs dann unser Rollenspielhorizont. Da haben wir Monate, Wochen, Jahre damit verbracht. Das habe ich sehr lange gemacht, überwiegend als Spielleiter. Das war die perfekte Vorbereitung auch aufs Geschichten erzählen, weil es darum geht, wie baue ich Welten, wie bringe ich Leute in die Welten rüber und wie baue ich Atmosphäre auf. Das habe ich ewig lang gemacht und während ich als Journalist nebenbei Bücher geschrieben habe, auch wenn die meisten meinen Namen mit den Zwergen verbinden,
hat alles mit Uldart angefangen. Uldart war die erste Serie, die rausgekommen ist im Jahr 2002, da war ich noch Journalist. Dann gab es ein paar Shadowrun-Romane, Thema Rollenspiel. Dann gab es ein bisschen Ritus und Sanctum, die Werwolf- und Wandelwesen-Abteilung. Und dann kamen die Zwerge im Jahr 2003. Und die waren dann so ein Erfolg, dass ich dann gesagt habe, okay, offensichtlich kann man doch vom Schreiben leben, wenn man ein bisschen Glück hat. Und habe 2004 dann zu meinen Chefs gesagt, Leute, war schön hier, ich versuche mal nur vom Schreiben zu leben. Und seit 2004 mache ich also nichts anderes, als zu Hause zu sitzen im Zug oder in Chemnitz, um mir irgendwelche Dinge auszudenken, über die man schreiben könnte und quer durch die verschiedensten Genres. Eben Space Fiction, nicht Science, Space Fiction, Fantasy, Horror, Kinderbücher sind zwei entstanden, ein paar Krimis oder Spannungsliteratur, wie man es nennt. Und das macht alles sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, das tue ich noch sehr lange. Jetzt haben wir vor kurzem der Verlag und ich mal so rumüberlegt, was man so machen könnte in den nächsten paar Jahren. Also die Ideen bis 2018 oder die Buchprojekte, die stehen zumindest schon mal. Also, wenn ich irgendwas auf den Kopf fällt oder keine Ahnung, die Dramme ich überrollt oder so, aber man weiß es nie. Man muss immer ein bisschen realistisch bleiben, aber Ideen sind nie das Problem. Mein Problem ist die Zeit. Wir leiden ja alle unter dem 24-Stunden-Tag, also ich zumindest. So 48 Stunden wäre cool beim gleichen Rhythmus. Ja, so 8 Stunden schlafen, vielleicht 8 Stunden Arbeit und den Rest kann man sich so einteilen, also wie man möchte. Das wäre cool, da könnte ich schneller schreiben und mehr schreiben. Aber es geht nicht. Zeit ist echt fies. Und deshalb nutze ich sie so gut ich kann und schreibe Bücher, unter anderem eben Medora. Bevor wir jetzt gleich einige Ausschnitte aus der Lesung von Markus Seitz sehen, dürft ihr euch erstmal auf das Interview freuen, was wir vor der Lesung geführt haben. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo und Maschine läuft ja, ne? Hallo und herzlich willkommen zu 3 Fragen an im Oktober. In wenigen Minuten sehen wir hier in Chemnitz in der Galerie Roter Turm die Lesung von und mit Markus Seitz. Und es freut mich natürlich, dass du vorher noch ein paar Minuten für mich Zeit hast, um mir so ein paar Fragen zu beantworten. Das machen wir. In der Lesung soll es ja dann um dieses Buch gehen. Genau, ich lese auch nicht nur vor, ich erzähle immer ganz viel zum Buch selber und was ich vorher alles gemacht habe. Ich bin gespannt, wann es runterfällt. Nicht, lassen wir es so. So, das Praktische ist, auch wenn die Moderationskarten vielleicht alle Nachflug machen. Das ist live, also im Moment, später dann nicht mehr, aber... Die schöne Reihenfolge ist dann auch weg. Kannst du uns kurz erzählen, worum es im Buch geht? Weil wenn das Autoren erzählen, ist es immer besonders spannend. Er hat gefragt, kurz erzählen, um was es in dem Buch geht. Ja, bei 600 Seiten. Über 600 Seiten. Grob zusammengefasst, es geht um zwei Helden, die aus einem anderen Umfeld kommen, die plötzlich in einer Wüstenwelt gelandet sind und verzweifelt ihren Weg zurücksuchen, aber dummerweise mitten in die diversesten Ränke, Verschwörungen und sonstige Sachen geraten. Das nenne ich mal Zusammenfassung. Ja, das ist kurz und bündig. Ist das Buch auch so ein Stück Kritik an der Gesellschaft, weil es gibt klare Regeln in Vedora, es gibt Regeln für die Einreise, für die Ausreise. Vermisst du das in Deutschland auch manchmal oder ist das... Überraschend spannend, politische Frage. Nee, tatsächlich musste das damals, egal ob das jetzt Mittelalter war, früher Neuzeit oder sonst irgendwas, die Ein- und Ausreisenstädte waren immer wichtig, weil Städte... mussten abgesichert werden gegen Feinde, schlicht und ergreifend. Und wenn man nicht kontrolliert, wer rein und raus geht, hat die Stadt sehr schnell ein Problem, weil genug Menschen ja versucht haben, Städte zu erobern, Städte zu überfallen, auszuspionieren. Darum geht's. Und das Ganze ist ja noch so, dass diese Stadt praktisch total in feindlichem Gebiet liegt und diese Stadt eine Handelsstadt ist. Und hier sind die wichtigsten Handelsrouten. Das heißt, wer diese Stadt kontrolliert, hat enorm viel Macht. Hat die Stadt aber keinen Bock drauf, deshalb möchte die Stadt gerne unabhängig sein. Deshalb muss ich wissen, wer da rein und raus geht. Und ist das was du bei uns vermisst oder hat das überhaupt keinen politischen Hintergrund? Das hat gar keinen politischen Hintergrund. Willst du mit deinen Büchern eigentlich eine Botschaft vermitteln oder ist es nur Unterhaltung, die den Leuten Spaß machen soll? Das ist auch eine spannende Frage. Das ist ungewohnt. Die spannende Frage oder? Nee, dass die komplett anders sind, das finde ich ziemlich cool. Also, es wird oft in Bücher rein interpretiert. Das kennt man aus dem Deutschunterricht, ja? Wo man Sachen gelesen hat. Und dann hat man als Schüler gedacht, der war bestimmt gerade einfach nur gut drauf, hat eine Flasche Rotwein aufgemacht. Goethe zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen, hat eine Runde gedichtet über allen 7 Büffeln des Ruhm. Du sitzt dann später als armer Schüler da und musst den Quatsch interpretieren. Das ist kein Quatsch, das ist sehr schön, aber du musst versuchen, was rein zu interpretieren. Mein Hauptanspruch bei diesen Büchern, ich habe politische Bücher geschrieben, in den Büchern ist in erster Linie neue Aspekte, neues Fantasy-Universum, viel Unterhaltung. Wenn die Leute es noch mehr rausziehen aus den Büchern, ist das gut? Ist das umso besser. Genau.
Was würdest du eigentlich nie schreiben, weil es dich zu sehr anekelt, zu sehr mitnimmt oder überhaupt nicht dein Thema wäre? Gibt es da was? Irgendein Thema oder ein Genre? Nee, es ist schwierig. Ich habe mal Romance probiert. Romance, ja? Also dieses, wo sich ständig Menschen in andere verlieben und alles wird ganz theatralisch und furchtbar. Ich habe das nur kurz ausprobiert, weil Schreiben bis zu einem gewissen Grad Handwerk ist. Das heißt, wer einigermaßen gerade ausschreiben kann, könnte theoretisch alles schreiben. Weil ich schreibe Horror, Science Fiction, Fantasy, Spannung. Ich habe politische Sachen geschrieben, ich habe sogar zwei Kinderbücher geschrieben. Ich habe Romance ausprobiert und festgestellt, dass ich nicht kann. Alles mir fehlt da wohl diese romantische, also diese überwiegend romantische Ader. So ein bisschen Romance kann ja von mir aus den Büchern drin sein, ja, so angedeutete Liebesbeziehungen oder große Durcheinander. Aber nur Romance, das ist schwierig, das kriege ich nicht hin. Und ist das andere alles unter deinem Namen passiert oder hattest du auch schon... Nee, nur für mich, um Gottes Willen. Also ist das nicht veröffentlicht, nein. Vielleicht kommt es ja noch. Nee, nur just for fun, einfach zu gucken. Ne? Das ist wie, du hast einen Zehnkämpfer und dann sagt er auch mal gucken, irgendeine Disziplin, die eigentlich auch Sport ist, ja, die ich auch noch nie gemacht habe, keine Ahnung, Rugby, merkt aber, ist eine blöde Idee. Liest du deine Bücher selbst? Nein. Also nur in Vorbereitung für ein Fortsetzungsband, ja, also zwischen Zwerge 4 und 5, lagen jetzt 7 Jahre. Da musste ich den Vorgängerband nochmal lesen, einfach um nochmal reinzukommen und den Anschluss gut zu machen. Weil wenn man jetzt über 40 Romane geschrieben hat, ist es verdammt schwer, die Detailübersicht zu behalten. Ja. Was liest du eigentlich selbst, wenn du Ruhe hast, wenn du nicht irgendwas Fachliches machst? Wenn überhaupt dann nur Kurzgeschichten. Und dann keine Fantasy, kein Horror, kein Science Fiction, auch keine Romance. Ich wollte kurz sagen. Nein. Tatsächlich geht das mehr in Richtung Poetry Slam, lustige Texte, böse Texte, Thorsten Sträter, David Grasshoff, sowas. Ist überhaupt gar nicht mein Genre. Ist kurz, knackig, kann ich immer zwischendurch mal lesen. Und ist eine super Ablenkung und Abwechslung zu dem, was ich mache. Ist das wichtig, nicht im eigenen Genre zu lesen, weil die Gefahr abzuschreiben größer dazu, wird? Dazu gibt es verschiedene Einstellungen. Es gibt die einen, die sagen, man muss ganz viel Fantasy lesen, wenn man Fantasy schreibt, um mitzukriegen, wie andere Stile sind, welche anderen Themen die anderen haben, die Kolleginnen und Kollegen. Ich lese schon seit Jahren aus dem Grund keine Fantasy, keine Science Fiction, kein Horror mehr, weil ich mir den Kopf frei halten will. Okay. Die Frage, die ich natürlich immer stelle, was kommt als nächstes, worauf darf man sich freuen, wenn man Morris Heights findet? Also wir haben vor kurzem die Ideen so abgecheckt und bis Ende 2018 haben wir tatsächlich, der Verlag und ich, wenn ich sage wir und der Verlag und ich, haben wir schon grob festgelegt, welche Bücher kommen. Das heißt, bis 2018, sollte ich nicht durch irgendwas ums Leben kommen, durch keine Ahnung, sieht das gut aus. Dieses Jahr, 2016, kommt nichts mehr. Also es wäre jetzt eng, ne? Wir haben zwar, es kommt ein neuer Roman im Frühjahr 2017 zur Buchmesse in Leipzig. Ist ein großes Geheimnis, kann ich nicht viel verraten. Nur es wird sich, also es ist wieder Mystery und Thriller gleichzeitig, keine Vampire, keine Werwölfe, aber was Dunkles und es geht um einen Gegenstand, den vermutlich alle, die gerade zugucken, zu Hause kennen. Und kein Zwerge. Und es ist kein Klopapier. Nein, keine Zwerge. Das ist ja bei Facebook auch immer spannend, wenn du irgendein Foto von irgendwas postest, das wird ständig darüber diskutiert, was als nächstes für Nachfolger bekommt und so. Also das, die Leute interessiert das schon. Ich finde das auch spannend. Es gibt ja auch nicht nur bei Lesungen direkt Rückmeldung, sondern auch bei Facebook. Soweit ich Zeit habe und finde, versuche ich möglichst wirklich vieles davon zu beantworten. Im Großen und Ganzen gelingt mir das auch ganz gut. Das ist halt auch spannend zu sehen, wie die direkte Reaktion drauf ist. Wie viele Nachrichten oder E-Mails sind das so pro Tag? E-Mails geht. Facebook ist natürlich viel schneller und direkter, weil man die sozialen Medien und Twitter ist genauso. Auch Twitter passiert sehr schnell und sehr viel. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt vom Thema ab. Ich sehe, dass das Schöne ist, wenn man so eine eigene Seite hat, wird ja angezeigt, wie viele Leute man erreicht hat und wie viele Leute darauf reagiert haben. Ja. Und ab und zu passieren Reaktionen auf Dinge, von denen ich selber überrascht bin. Ja. Das Video kommt am 15. Oktober raus, also ganz kurz vor der Buchmesse. Ich wollte gerade sagen, ist ja eine Woche vor der Buchmesse ungefähr. Ja, genau. Wo bist du dort zu sehen? In allen Tagen dabei? Überall. Der genaue Zeitplan steht noch gar nicht, aber ich bin auf alle Fälle bis Sonntag auf der Buchmesse zu finden. Immer auch persönlich mal irgendwo. Genau, da gibt es Autogrammstunden, Lesungen, alles Mögliche. Aber ich bin da. Oder laufe einfach so durch die Halle. Nicht zögern, mich einfach nicht umgrätschen oder umhauen, das wäre blöd. Aber einfach fragen und dann... Okay, super. Also ich freue mich jetzt auf die Lesung. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns bestimmt zur Buchmesse wieder. Garantiert. Dankeschön. Jo, gut. Bis denn. So, kann ich noch ganz schnell hier... Ist das?
dann vielleicht ein bisschen schneller. Autogramm? Dann nehme ich doch den guten Stift. Hast du einen mit? Ah, natürlich. Maschine läuft noch, ne? Ja. Jetzt kommen die Outtakes. Jetzt haben wir schon ganz viel über dieses Buch gehört, über die Entstehung und über den Autor. Nun möchten wir natürlich auch erleben, wie das Buch klingt. Und das kann man nur, wenn man es vom Autor selbst vorgelesen bekommt. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Lesungsausschnitten aus seinem aktuellen Buch Vedora von Markus Heitz. Vor der Tür stand eine junge Frau, geschätzte 20 Jahre alt, die zwei große Koffer hinter sich von Trägern abstellen ließ. Sie trug ein luftiges hellgrünes Kleid und zum Schutz gegen die Sonne eine leichte weiße Kapuze. Die Augen waren äußerst stark und dunkel geschminkt. Drei aufgeklebte Diamanten leuchteten auf der Nasenwurzel. Es schien den Kreisen der Reichen schick zu sein, das Dämonische zu imitieren. Kisten, Bestellungen vielleicht? Liotan würde sie annehmen und die Überbringer abwimmeln. Behutsam öffnete er die Tür. Ja, sagte er krächzend und deutete entschuldigend auf seine Kehle. Die Frau blickte ihn zuerst hoch erfreut und dann sehr besorgt an. Tantchen, wie klingst du denn? Liotan hätte die Tür am liebsten wieder zugeschlagen. Zwecklos, sie wird nach Einlass begehren. Du, ja, erwiderte er krächzend, weil er ihren Namen logischerweise nicht kannte. Entzündung. Die Frau machte Anstalten, ihm dennoch um den Hals zu fallen, womit sie sofort gemerkt hätte, dass nicht eher China auf der Schwelle vor ihr stand. Also wich er zurück. Ansteckend. Oh, wie gut, dass ich da bin, um dich zu pflegen. Sie beachtete, dass er Platz machte. Die Reise aus Gisosch war sehr anstrengend, fügte sie hinzu. Ich brauche dringend ein Bad. Auch das noch, sie bleibt länger. Liotan ging weiter rückwärts. Ausruhen, krächzte er. Bald da, neuer Sklave. Er machte eine beschwichtigende Geste und hinkte davon, bis in die Ecke verbarg. Dann hastete er die Stufen hinauf in die Schlafgemächer. Verflucht noch eins, so komme ich nie in die Vorstadt. Er tauschte seine Kleidung und damit seine Identität. Iakinas getragene Garderobe stopfte er rasch aus und drapierte sie auf dem Bett, um im Halblicht den Eindruck einer schlafenden Adligen zu vermitteln. So, das glaubt sie hoffentlich. Liotan wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Sonst muss ich sie irgendwie ruhig stellen. Er hetzte wieder nach unten in die Halle, wo die Nichte den Trägern Anweisungen gab, wohin sie die Koffer zu schaffen hatten. Sie besaß offenbar zwei eigene Zimmer im Untergeschoss. Oh, ich grüße euch, sagte er und deutete im Gehen eine Verneigung an. Verzeiht, ich brachte eure Tante rasch zu Bett. Sie fühlte sich nicht sehr wohl. Es wird die Hitze und die Aufregung über euer Kommen gewesen sein. Er zeigte auf sein Herz. Ich wurde heute erst erstanden. Daher bin ich noch nicht vertraut mit dem Haus oder eurem Namen, Herrin. Ich bin Gatimka und du heißt Liotan. Ein guter Name, sehr gut, aber ich werde dich Leo nennen. Ich kann es nicht leiden, wenn Sklaven so lange Namen haben, die man entweder nicht aussprechen kann oder ständig vergisst, weil sie zu kompliziert sind. Der Gang war mal oval, mal eckig und in sich verschoben, dann wieder rund und wabenförmig, als sei dem Gestalter beim Erschaffen langweilig geworden. Es blieb unheimlich still, abgesehen vom gelegentlichen Rieseln und Knacken der Gebeine oder einem entfernten, satten Platzen, wenn ein aufgedunsener Leib irgendwo über ihr sich schlagartig öffnete und die Faulgase mit einer kleinen Explosion austraten. Domir schlich, so gut sie konnte, aber die Knochen knirschten unter ihren Sohlen. Ich hoffe, diese Bestie ist blind und taub. Schritt um Schritt ging es voran, mal auf, mal ab, ohne dass Domir eine Abzweigung fand oder in die Nähe der Mauer gelangte. Gerade als sie mit dem Gedanken spielte, das Wagnis einzugehen und sich doch einen Weg nach oben zu schlagen, erweiterte sich der Gang und mündete in einen Raum, in dem stinkende, schiefe Kerzen aus Talg brannten. Um sie herum hatte Ruß die Wände gefärbt. Zusammengebundene Großknochen dienten als Stütze für die Decke. Jegliche Inventar war aus Überresten der Toten gefertigt, zusammengebunden aus getrockneten Sehnen, und die Sitzflächen schienen aus mehrfachen Hautlagen zu bestehen. Sieh einen an, ich habe ein Zuhause gefunden. Den Dimensionen nach schien die Bestie menschengroß zu sein. Verrostete Ketten mit Haken hielten vertrocknete Fleischbrocken, an denen sie Schimmel gebildet hatte. Aus einer Öffnung in der Wand drang ein leises Lied. Danach ein Kichern, gefolgt von einer hohen und einer sehr dunklen Stimme, die im Wechsel miteinander sangen.
Was hat das zu bedeuten? Tomea betrat den Raum und hielt das Schwert bereit. Nach einer Bestie klingt das nicht. Was es stattdessen ist, ob es vielleicht doch die Bestie ist, man weiß es ja nicht, wie sie da rauskommt, wer schuld an der Droge ist, ob die beiden wieder zurück in ihre eigene Heimat finden, wie die Heimat sich verändert hat, diese und weitere Fragen kann ich aus dramaturgischen Gründen an dieser Stelle nicht näher erläutern. Und dazu gibt es Hinweise im Buch. Ja, das waren ein paar kleine Einblicke, 4 Stück. Das war schon die aktuelle Ausgabe von 3 Fragen an. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch dieses Buch mal genauer anzuschauen, dann gibt es hier die ISBN-Nummer wie gewohnt eingeblendet. Außerdem findet ihr in der Infobox den Link zu diesem Buch, zu diesem Autor und noch einige Infos mehr. Wenn ihr Lust habt, schaut dort mal rein und lasst mich in den Kommentaren gern wissen, ob ihr das Buch schon gelesen habt und falls ja, wie es euch gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich aber auch bei Markus Heitz für die angenehme Zeit und das tolle Gespräch, was wir geführt haben. Und beim Verlag Trömer Knauer bedanke ich mich natürlich auch noch für das Rezensionsexemplar, wie ihr hier sehen könnt. Nein, hier. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Die Rezension wird natürlich demnächst noch folgen. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Oktober. Wenn ich euch auf der Buchmesse sehe, dann freue ich mich. Wenn ich euch dort nicht sehe, dann wünsche ich euch trotzdem eine tolle Zeit. Und wenn ihr Lust habt zu verfolgen, was ich dort so erlebe, dann könnt ihr ja mal bei Instagram vorbeischauen. Ich glaube, der Name fliegt jetzt auch hier irgendwo durchs Bild. Außerdem fliegt jetzt noch der Name von meinem Snapchat-Account durchs Bild. Und dort werde ich ganz, ganz viel berichten. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der Messe oder irgendwann danach mal. Würde mich sehr freuen. Also dann, bis bald und tschüss.